Hallo meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute soll es das Currently Reading für den Oktober 2017 geben. Es hat sich so einiges angesammelt und wenn ihr neugierig seid, welche Bücher das sind, dann bleibt jetzt gerne dran. Natürlich dürft ihr wie immer dem Video einen Daumen hoch geben. Natürlich dürft ihr auch in die Kommentare schreiben, wie euch die Bücher gefallen haben oder ob ihr sie noch lesen wollt oder was ich unbedingt außerdem noch lesen sollte. Also tut euch keinen Zwang an, schreibt ganz viel in die Kommentare, tobt euch da unten aus. Alle genannten Bücher findet ihr wie immer in der Infobox verlinkt, also schaut doch gerne rein. Bevor das Video jetzt doch startet, muss ich noch zwei Einschübe machen. Zum einen, wenn ihr immer up to date sein wollt, was ich gerade lese, dann schaut ganz dringend auf Goodreads vorbei. Goodreads ist in der Infobox verlinkt. Ihr findet ihn auch auf meiner Kanalseite. Da seid ihr dann immer up to date, welche Bücher ich gerade lese, wie weit ich bin. Ich versuche da jetzt auch immer so kleine Updates zu machen und euch zu erzählen, wie mir das Buch bislang gefällt. Also ich bin da echt bemüht, das gut zu machen. Goodreads ist für mich einfach auch eine der wichtigsten Bücherseiten schlechthin. Natürlich gibt es auch Lovely Books, aber da komme ich nicht so gut rein irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich bevorzuge da einfach Goodreads. Und ja, wenn ihr neugierig seid, dann schaut da gerne vorbei. Und das Weitere möchte ich zwei ganz, ganz liebe Abonnentinnen von mir grüßen, nämlich zum einen die Tabea2234. Liebe Tabea, ich finde es so toll, was du mir immer wieder bei Instagram schreibst und wie wir im Austausch sind. Ich mag das wahnsinnig gerne und ich grüße dich an dieser Stelle vom ganzen Herzen. Danke für deinen Support, danke für alles. Es ist so schön und ja, ich bin einfach absolut glücklich. Ich danke natürlich auch allen anderen da draußen, die mir immer wieder bei Instagram schreiben. Hab bitte keine falsche Scheu. Nehmt einfach eine Direktnachricht und schickt sie mir. Ich freue mich über jede. Ich bin einfach immer total glücklich, mit euch in Austausch zu kommen und mit euch zu kommunizieren und auch wirklich ein Gespräch am Laufen zu haben. Denn das macht einfach wahnsinnig Spaß. Und des Weiteren möchte ich der lieben Vanni meine liebsten Grüße ausrichten. Denn Vanni hat mir eine E-Mail geschrieben und diese E-Mail hat mich vom ganzen Herzen tiefst berührt. Denn Vanni, ja, hat ein relativ schweres Schicksal, wenn ich das richtig rausgelesen habe, was ich einfach total bemerkenswert finde, wo sie dann die ganze Kraft hernimmt und wie sie das trotzdem meistert und alles. Ich finde es einfach so schön, was für eine liebe E-Mail sie mir geschrieben hat und wie viel Herzblut da drin steckt und wie viel, ja, einfach Freundlichkeit, obwohl das bei ihr selbst gerade vielleicht gar nicht so einfach ist und das Leben auch so einige Hürden für sie parat gehalten hat. Und trotz alledem hat sie mir so eine schöne E-Mail geschrieben, die mich echt fast zu Tränen gerührt hat. Auch jetzt an dieser Stelle muss ich mich echt zusammenreißen, dass mir nicht gleich hier die Pipi runterfließt. Liebe Vanni, ich bin total glücklich, dass du mir geschrieben hast. Ich werde dir nachher auch noch antworten, aber ich dachte mir, ich spreche dich auch nochmal in diesem Video hier an. Ich danke dir einfach von ganzem Herzen. Ich danke euch allen von ganzem Herzen für euren Support. Und ja, jetzt lassen wir das Currently Reading einfach mal starten. Dankeschön. Das erste Buch, was ich gestern erst angefangen habe, auf dem Rückweg von der Frankfurter Buchmesse, heute ist nämlich der 16.10. Das Video kommt ein bisschen verspätet, also nicht ganz zur Mitte des Monats, wobei, wenn wir jetzt damit rechnen, dass der Monat 31 Tage hat, ist der 16.10. eigentlich vollkommen in Ordnung. Sprich, das Buch habe ich gestern angefangen, auf dem Rückweg von der Frankfurter Buchmesse. Die Buchmesse war so wunderschön. Ich bedanke mich an dieser Stelle an alle, also bei allen nochmal dafür, dass ich euch treffen und mit euch reden durfte. Danke, danke, danke. Und auf der Rückfahrt habe ich mir so gedacht, ach ja, jetzt hattest du so eine Überdosis Jennifer L. Armentrout, jetzt liest du ihr Buch. Und deswegen habe ich zu Deadly Ever After gegriffen. Das habe ich mir bestellt gehabt. Das kam auch vor Erscheinung hier an. Darüber habe ich mich sehr gefreut, weil meine Stimme ist so zerstört. Ne? Es tut mir so leid, da müsst ihr jetzt leider durch. Und habe gestern dann da reingelesen. Ich bin gekommen bis, wo war ich denn? Bis Seite 37, also bei Kapitel 3 habe ich aufgehört. Ich finde es bis dahin echt cool. Das ist ja eigentlich mehr so ein Thriller. Also es geht auf jeden Fall in diese Richtung. Es geht um eine junge Frau, die nach 10 Jahren zurück in ihre Heimatstadt kehrt. Und dort hat sie vor 10 Jahren einen ganz schrecklichen Schicksalsschlag erlebt, den ich hier jetzt an dieser Stelle nicht nähergehend thematisieren möchte. Sie trifft dann auf ihre Familie, auf ihren ehemaligen, ja, Jugendfreund, der mittlerweile beim FBI arbeitet.
und es setzt sich eine Entführungsserie fort oder es fängt wieder eine Entführungsserie an, die sie sehr, sehr an ihre eigene Vergangenheit erinnert. Was genau es damit auf sich hat, das erfährt man dann beim Lesen. Ich mag es bislang gerne. Es ist so dieser Hauch von Nervenkitzel. Ich mag auch, dass die Protagonistin keine allglatte Persönlichkeit ist, sondern jemand, der echt so sein Päckchen und seine Probleme mitbringt. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Ich bin total in. Ich bin gespannt, wie Jennifer Armentrout so in diesem Erwachsenen-Thriller, wie Jennifer Armentrout sich so in diesem Erwachsenen-Thriller-Genre bewähren wird. Denn ja, Dreh dich nicht um von ihr fand ich ja gut. Und mal gucken, was Deadly Ever After so zu bieten hat. Dann auch frisch von der Messe mitgebracht und dann sofort zur Hand genommen, als ich bei Jenny abends im Bettchen lag, habe ich mir Say I Love You von Kanae Hatsuki, wird die Person so ausgesprochen, ich weiß es nicht. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen Manga. Ich weiß nicht, was er mir so bieten wird. Also ich habe nur das erste Kapitel bis jetzt gelesen. Es ist ein Manga, der relativ alt ist. Ich glaube, von wann ist das gute Schätzchen? Von 2008 tatsächlich. Also schon ein bisschen was älter. Der ist jetzt erst nach Deutschland gekommen. Hier sind auch diese coolen Match-Me-Karten drin, die Egmont jetzt sozusagen ins Leben gerufen hat bei seinen Mangas. Ich weiß es nicht. Der Egmont Verlag, also bei seinen Mangas. Finde ich total genial. Die werde ich sammeln. Da haben Julia von YouCut und ich einiges vor. Alle genannten Kanäle verlinke ich euch natürlich auch in der Infobox. Also schaut da gern vorbei. Was genau das sein wird, das verrate ich euch an dieser Stelle noch nicht, aber ihr dürft gespannt sein. Im November bin ich nämlich in Berlin und die liebe Julia lebt in Berlin und ja, mal gucken, wie das so wird mit uns beiden. Ich freue mich auf jeden Fall schon total, Julia, wenn du das siehst. Ich liebe dich. Ja, nach der Buchmesse sind alle so in love. Es ist so schön gewesen, ne? Freut euch auf das Video. Dann lese ich in einer Leserunde, die vom Verlag ins Leben gerufen wurde, Memory Game, Erinnern ist tödlich, von Felicia Jaab. Das ist eine Leserunde, bei der es am Ende halt darum geht, dass man mit der Autorin persönlich reden kann und Fragen stellen kann, was ich ziemlich cool finde. Ich habe leider festgestellt, dass ich an dem Tag, wo das stattfindet, gar nicht kann, weil das irgendwie um 6:30 oder so anfängt und es ist ein Donnerstag und dann muss ich bis 20 Uhr arbeiten. Das ist ein bisschen schade und trotz alledem freue ich mich natürlich, dass ich bei dieser Leserunde mitmachen kann. Ich bin gerade, jetzt lasst mich mal gucken, ich habe bei Jenny noch ein Kapitel gelesen und ich müsste auf Seite, bin ich auf Seite? Nee, da bin ich nicht. Ich habe Kapitel 4 gelesen, glaube ich. Nein, ich habe Kapitel 3 gelesen. Ich bin auf Seite 60. Bis hierhin gefällt es mir echt gut. Es geht hier um eine Welt, in der die Menschen nur noch Monos oder Duos sind. Monos können sich nur noch an den letzten Tag, also ans Gestern erinnern. Und die Duos können sich ans Gestern und ans Vorgestern erinnern. Und danach sind die Erinnerungen weg. Bis zu ihrem 18. Lebensjahr wissen sie alles. Und danach ist es so, dass sie nur noch ein oder zwei Tage zurückdenken können. Also sie notieren demnach alles in ihr Tagebuch, um irgendwie herauszufinden, was dann halt vor einigen Tagen war. Und unsere Protagonistin ist verheiratet und ihr Mann ist Autor und Schriftsteller und dann, wie genau kann ich das formulieren? Dann stirbt eine junge Frau und ihr Mann gerät irgendwie ins Fadenkreuz der Ermittlungen und sie weiß nicht mehr, ob sie ihm noch vertrauen kann oder nicht. Das Ganze ist auch aus verschiedenen Perspektiven geschrieben, also sowohl aus der Sicht unserer Protagonistin als auch aus der Sicht des Mannes und noch aus ein paar anderen Sichten. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie sich das Ganze entwickeln wird, was da rauskommen wird. Es liest sich wahnsinnig schnell. Ich fliege hier nur so durch die Seiten, was mir gut gefällt. Und ja, mal schauen, was sich da so hinter verbirgt. Außerdem lese ich immer mal wieder so kleckerweise Aquila von Ursula Poznanski. Ich habe tatsächlich erst das erste Kapitel beendet und bin im zweiten drin stecken geblieben. Ich habe das auf der Arbeit, als ich, was ist das denn hier? Nachtbereitschaft hatte gelesen und irgendwie, ja, war es gut? Ist es gut? Aber ich bin halt noch gar nicht drin, weil ich erst bei Seite 16 bin und trotz alledem muss ich euch das der Vollständigkeit halber hier an dieser Stelle zeigen. Boah, es sind jetzt schon so mega viele und ich habe das Bedürfnis, doch wesentlich mehr Bücher anzufangen. Es ist gerade ganz, ganz schlimm. Ich könnte in 10.000 Bücher gleichzeitig reinlesen. Ich muss mich echt zurückhalten, dass ich es nicht übertreibe, weil ich werde sie niemals alle beenden können, wenn ich zu viele anfange. Ich finde das jetzt schon mit 3 Büchern da unten und alles so thrillerlastig, ich weiß auch nicht, was da mit mir los ist, viel zu viel.
und dann kommen jetzt auch noch hier drei dicke Fantasy-Schinken. Aber egal, ich zeige sie euch trotzdem. Zusammen mit der lieben Lucia lese ich nämlich immer noch City of Glass, Chroniken der Unterweltband Nr. 3. Da sind wir immer noch nicht wesentlich weiter. Ich bin, wo ist das Buch? Zack, zarab, auf Seite 266 gestrandet. Des Weiteren versuche ich immer noch zu verschlingen. Ich tue mir etwas schwer mit meiner Lesezeit. Never Night, die Prüfung von J. Christoph. Das ist ja ein mega dicker Fantasy-Wälzer, der einfach richtig genial ist. Auf jeden Fall bis dahin, wo ich gerade gelesen habe. Ich bin auf Seite 60. Ich mag es bislang sehr, sehr gerne. Es ist halt schwierig. Ich zeige euch das mal gerade, weil das Buch sehr speziell aufgemacht ist. Es ist wunderschön, aber es hat immer, also hier, das ist eine normale Seite. Ihr seht, es ist mega klein geschrieben. Und hier ist dann so dann die normale Geschichte. Und unten gibt es immer solche Fußnoten. Das ist hier jetzt gerade nicht schlimm, aber wir blättern einmal um, wo mein Lesezeichen ist. Hier seht ihr das. Hier ist sozusagen das Kapitel zu Ende, aber diese Fußnote, die nimmt fast die halbe Seite, beziehungsweise nicht nur fast, die nimmt die halbe Seite in Beschlag. Und das ist immer etwas verwirrend. Ich habe es gestern als Hörbuch ein bisschen im Auto weitergehört. Das war eigentlich ganz okay. Das wirkte für mich relativ flüssig und auch sinnig, wie das eingebunden wurde mit den Fußnoten. Und von daher kam ich damit gut klar. Da war ich sehr begeistert drüber. Ich hatte echt so gedacht, oh Gott, vielleicht ist das total scheiße mit den Fußnoten. Aber nein, es ging. Und ich werde, denke ich, immer mal wieder zum Hörbuch greifen, weil es ist auch wahnsinnig praktisch. Im Hörbuch sagen die zum Glück die Kapitelüberschriften. Somit hat man eine bessere Orientierung, um wieder reinzufinden, wenn man gerade gelesen hat und dann doch wieder das Hörbuch hört. Das ist ganz gut. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt darauf, was dieses Buch noch alles parat halten wird, weil ich glaube, dass es eine ganze Menge sein wird. Und zu guter Letzt lese ich zusammen mit der lieben It is Iris. Ich glaube, du heißt so, Gott, ich verlinke euch ihren Kanal in der Infobox. Sie ist eine neue YouTuberin. Ich mag sie wahnsinnig gerne. Nämlich Soulseeker lesen wir zusammen, Vom Schicksal bestimmt von Alison Noel. Das ist der erste Band und wir sind noch nicht weit. Wir wollten die ersten 5 Kapitel lesen. Ich habe, glaube ich, nur das erste und das zweite geschafft. Das dritte habe ich nicht mehr vor der Messe geschafft. Das werde ich jetzt dann sofort bald in Angriff nehmen. Ich bin echt schlecht, was Leserunden gerade angeht. Es tut mir so mega leid. Aber ja, es macht trotz alledem wahnsinnig Spaß. Und dann werden wir schauen, dass wir jetzt relativ zügig das Buch durchziehen, denn das lässt sich auch mega schnell lesen. Ich denke, da werden wir gut mit durchkommen. Und ja, das ist das Letzte, was ich gerade aktuell lese. Es ist echt mega viel. Es sind 6 Bücher und ein Manga. Ich weiß nicht, wann das passiert ist und warum ich das mache. Es ergibt meistens ein bisschen wenig Sinn, so viel auf einmal zu lesen. Zum Glück sind die Geschichten alle, ja, auch irgendwie unterschiedlich, wenn auch nicht gänzlich. Aber trotz alledem freue ich mich sehr darüber, dass ich sie lesen kann. So, ihr Lieben, das war's von diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Und ja, lest fleißig. Bis dahin. Ciao.